Ich gebe in meinen Videos und Beratungen häufig den Tipp, dass man offen über sexuelle Wünsche reden soll. Und nun ist es aber in den allermeisten Fällen so, dass Paare verschiedene sexuelle Wünsche haben. Und es kommt gar nicht selten vor, dass deine Partnerin oder dein Partner dir erzählt, ich wünsche mir im Bett das und das. Und du dir denkst, oh Gott. Das finde ich überhaupt nicht gut. Wie kann man denn sowas heiß finden? Und da stellt sich die Frage, wie kann man damit umgehen? Und genau darüber werde ich heute mit dir sprechen. Bei so einem sensiblen Thema wie der sexuellen Wünsche ist es ganz wichtig, dass man vorsichtig ist. Bei den meisten Paaren läuft es so, ob das ein Gespräch entsteht über sexuelle Wünsche, dass man sich vielleicht schon länger gefragt hat, hey, was findest du im Bett eigentlich gut? Was willst du vielleicht noch ausprobieren? Und dann entsteht ein Gespräch. Und was dann vielen Menschen passiert, ist, dass der Partner, der zuhört, sich beim ersten Wunsch denkt, okay, das ist jetzt nicht so meins. Und beim zweiten Wunsch sich auch denkt, okay, das finde ich jetzt gar nicht gut. Und vielleicht auch den Gedanken hat, wie kann man sowas nur gut finden? Und beim dritten Wunsch dann denkt, Moment mal, das entwickelt sich in eine ganz falsche Richtung. Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass wir hier zusammenkommen und dass wir was finden, was wir zusammen machen können. Aber ich merke gerade, ich finde das alles überhaupt nicht gut und kann damit gar nichts anfangen. Und der Partner merkt dann natürlich auch, okay, irgendwie findet sie es nicht so gut. Woran liegt das? Und fragt dann auch nach, was ist los? Und wir dann vielleicht auch eine Begründung haben, ne? Warum reagierst du jetzt so? Erst soll ich dir das erzählen und jetzt erzähle ich es dir und du findest alles total blöd und reagierst ablehnend und zurückhaltend. Und dann kommen viele Menschen auch in das Gefühl, sich erklären zu müssen und erzählen dann, warum sie den Wunsch jetzt blöd finden und warum es vielleicht auch komisch ist, so einen Wunsch zu haben, um sich selbst so zu rechtfertigen. Und das macht es natürlich ganz, ganz hart. Man kommt dann in so einen Streit rein. Die eine Person ist extrem verletzt und fühlt sich abgelehnt, weil das Thema so sensibel ist. Die andere Person ist vielleicht beleidigt oder enttäuscht, weil es jetzt so anders gelaufen ist, als man sich das vorgestellt hat. Und am Ende ist da relativ viel Härte. Es ist ja, durch die große Verletzung, weil halt sexuelle Wünsche so sensibel sind, auch häufig so, dass das Thema Sexualität dann unangenehmer wird. Das kann ein riesiger Streit werden. Es kann sein, dass die gesamte Sexualität dadurch angespannter wird, nicht mehr ausgelebt wird. Und am Ende kann es sogar dazu führen, dass dieses ganze Thema die Beziehung so stark belastet, dass eine Trennung im Raum steht. Was kann man also tun, damit genau das nicht passiert? Wie führt man so ein Gespräch auf eine schöne, gemeinsame, verbindliche Art und Weise? Erstmal zum allgemeinen Setting ist es wichtig zu sagen, dass man nicht vor dem Sex, während des Sex und direkt nach dem Sex darüber redet. Es liegt ganz einfach daran, dass es viel kaputt machen kann und dass man es deswegen lieber an einem neutraleren Ort, zu einem neutraleren Zeitpunkt macht. Das kann zum Beispiel im Wohnzimmer sein, nach dem Abendessen, wo irgendwie gerade einfach Ruhe und eine gewisse Entspanntheit da ist. Und dann ist es meiner Ansicht nach immer extrem wichtig, dass man einen positiven Fokus hat. Das heißt, was du nicht machen solltest, ist, dass du sagst, hör zu, ich bin in letzter Zeit mit unserem Sexleben unzufrieden. Ich finde das alles nicht mehr so gut. Ich würde deswegen gerne neue Dinge machen. Kannst du mir vielleicht sagen, was du im Bett gut findest, was du noch Neues machen möchtest? Denn da steckt immer erst mal eine Kritik drin, eine Ablehnung, eine Zurückweisung. Das ist keine gute Voraussetzung für so ein Gespräch. Was du stattdessen sagen kannst, ist sowas wie, ich liebe dich, ich finde die Beziehung mit dir unglaublich schön. Ich habe das Gefühl, wir sind so tief verbunden, wir kennen uns schon so gut und weil ich die Beziehung so schön finde und an dir so interessiert bin, hätte ich total Lust, noch neue Dinge mit dir auszuprobieren, dich noch besser kennenzulernen, noch anderes zu machen. Hast du Lust, da einzutauchen? Hast du vielleicht Lust, mir zu erzählen, was du für sexuelle Fantasien hast und ob es da irgendwas gibt, was du mit mir zusammen erkunden wollen würdest? Das fände ich mega schön. Das ist eine Voraussetzung, da ist eine positive Ebene da, da ist keine Kritik, das ist nicht aus einem Mangel heraus, sondern man hat ein gutes Gefühl und das ist so eine gute Grundvoraussetzung, um überhaupt ein positives Gespräch darüber führen zu können. Eine Frage, die ich oft gestellt bekomme, ist, was ist denn, wenn wir nicht das Gleiche mögen? Und da ist ganz wichtig, sich erstmal klar zu machen, ihr seid beide Individuen, ihr seid beide komplett verschiedene Menschen und es ist sehr wahrscheinlich, dass eure Sexualitäten sehr verschieden sind und dass ihr sehr verschiedene Wünsche habt. Und das, was ihr gemeinsam als Paar auslebt, das, was alle Paare gemeinsam ausleben, das ist meistens nur ein Bruchteil von dem,
was man wirklich gut findet. Das ist quasi so der kleinste gemeinsame Nenner, sagt Ulrich Clemens. Das ist das, was ihr als Konsens definiert, was ihr beide gut findet, was ihr am Anfang herausgefunden habt. Da gibt es aber noch so, so viel mehr. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr genau die gleichen Dinge gut findet, ist extrem gering. Es ist viel wahrscheinlicher, dass dein Partner sehr viele Dinge gut findet, die für dich erstmal komisch sind, mit denen du nicht so viel anfangen kannst, die nicht die Sachen sind, die dich sofort total anmachen würden. Und das ist eine wichtige Haltung, um in so ein Gespräch reinzugehen, dass du dir erstmal klar machst, hey, es ist sehr wahrscheinlich, dass da jetzt Dinge kommen, die ich nicht erwarte und die mich überraschen, weil wir sind verschieden und wir werden verschiedene Dinge gut finden. Und jetzt machen die meisten Menschen zwei ganz große Fehler. Der erste Fehler ist, dass sie das Gefühl haben, sie müssen etwas finden, was sie beide mögen. Und der zweite Fehler ist, dass sie denken, wenn sie etwas nicht mögen, dann müssen sie dem anderen Partner sagen, dass sie das nicht mögen und warum sie das nicht mögen. Und dabei geht es um eine Haltung, die wir entwickeln. Und das hat viel mit Offenheit und Toleranz zu tun. Offenheit dafür, dass wir verschieden sind. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du vorher, bevor du in so ein Gespräch gehst, deine Haltung überdenkst. Und dass du ja, dir vorher bewusst machst, was sind die Dinge, die jetzt förderlich sind und was sind die Dinge, die jetzt nicht förderlich sind. Was die allermeisten Menschen machen, ist, dass sie in Ja, Nein und in Richtig-Falsch-Kategorien denken. Das heißt, wir alle Menschen urteilen, davon ist niemand frei. Und viele Menschen tendieren dazu zu sagen, okay, das ist richtig, das ist falsch, dazu sage ich Ja, dazu sage ich Nein. Es ist immer sehr schwarz-weiß. Und häufig tendiert man natürlich dazu, dass die Dinge, die man selbst gut findet, richtig sind, in die Ja-Kategorie kommen und die, die man selbst nicht gut findet, die sind falsch und nicht richtig. Und jetzt ist es ganz wichtig, dir klar zu machen, in einem Gespräch über die sexuellen Fantasien von deinem Partner oder deiner Partnerin geht es nicht darum zu verurteilen. Es geht nicht darum zu beurteilen, wie ist diese Fantasie, ist die gut oder schlecht, ist die richtig oder falsch, mag ich die oder mag ich die nicht. Es geht jetzt nicht um dich und um deine Bewertung davon. Es geht darum, einen offenen Raum zu schaffen, die andere Person zu hören und wertzuschätzen, was sie gerade mit dir teilt, nämlich das Intimste mit, was sie mit dir teilen kann. Eine sexuelle Fantasie ist unglaublich intim und unglaublich sensibel. Und in so einem Gespräch geht es in erster Linie nur darum, die andere Person besser kennenzulernen und zu verstehen. Offen dafür zu sein, interessiert an ihr zu sein und zu gucken, was kommt denn da, was für viele geheimnisvolle Dinge stecken in dir, was geht dir durch den Kopf, was sind deine Gedanken, wie kann ich deine Fantasien kennenlernen? Und da ist das Allerwichtigste, dass du eine offene, wertschätzende, bejahende Haltung hast. Und diese Haltung ist natürlich schwer einzunehmen, wenn wir selbst Personen sind, die immer schnell da drin sind, dass sie sagen, ich urteile jetzt darüber. Ich sage jetzt, wie finde ich das? Ich finde es gut, ich finde es schlecht, ich habe da Lust drauf, ich habe da keine Lust drauf. Und wenn dir was nicht gefällt, dann machen wir das auch nicht. Das ist sehr hart und im Kopf auch oft sehr festgefahren. Sondern nein, es geht in unserem Gespräch erstmal nicht darum. Was ich also mit meinen Paaren in Beratungen mache, wenn wir so ein Gespräch haben, wo es darum geht, dass eine Person der anderen die sexuelle Fantasie erzählt oder verschiedene sexuelle Fantasien, dann ist erstmal ganz klar, dass die Grundhaltung hier eine wertschätzende und offene ist. Der Partner, der zuhört, ist einfach ruhig, hört sich das an und ist dankbar dafür, dass gerade sowas Intimes, Sensibles geteilt wird. Und wenn der Partner und die Partnerin diese Fantasie dann nicht gut findet und merkt, das ist irgendwie nicht so meins, dann wird nicht gleich gesagt, das finde ich ja überhaupt nicht gut, das ist nämlich komisch und deswegen findet sowas auch niemand geil, sondern hält man sich zurück und dann guckt man da rein. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, neben dem offenen und verurteilungsfreien, ist ein Denken von nicht in Schwarz-Weiß, sondern in Graustufen, von einem sowohl als auch. Denn es ist immer alles möglich. Und eine sexuelle Fantasie ist auch was, was man sehr spielerisch sehen darf. Das ist eine Einladung, ein Vorschlag. Und wenn die andere Person eine sexuelle Fantasie erzählt, dann sollte deine Haltung nicht sein, finde ich die jetzt gut oder schlecht, sondern dann solltest du ganz offen und spielerisch daran gehen und gucken, okay, was daran finde ich gut? Und es wird immer etwas geben. Es wird immer etwas geben, egal wie groß oder klein die Sache ist. Dafür gebe ich dir gleich ein konkretes Beispiel aus einer Beratung von mir.
Es wird immer was geben, was du gut findest. Und da sollte der Fokus liegen, zu gucken, was finde ich gut. Diese sexuelle Fantasie nicht zu bewerten, sondern als spielerische Einladung zu sehen und dann zu schauen, wo finden wir uns? Was davon kann ich aufgreifen? Und dann kannst du wieder Ideen und Input und Möglichkeiten zurückspielen und sagen, okay, das finde ich spannend, erzähl mir mehr davon oder ich könnte mir das vorstellen. Und dann kommt man in ein offenes, spielerisches Gespräch. Das geht aber eben nur, wenn man diese offene Haltung hat, wenn da ein bisschen Leichtigkeit reinkommt, wenn man Sexualität nicht so ernst nimmt, wenn man nicht das Gefühl hat, alles, was die andere Person jetzt sagt, jede sexuelle Fantasie, müssen wir sofort ausleben und alles davon muss ich super gut finden. Denn darum geht es nicht. Es geht auch dabei nicht so sehr um dich. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen. Viele Menschen sind halt sehr bei sich. Und wenn dein Partner seine oder ihre sexuelle Fantasie erzählt, dann geht es nicht in erster Linie um dich und deine Wertung davon, sondern das kann ziemlich viel kaputt machen. Um das Ganze für dich ein bisschen greifbarer zu machen. Ein Beispiel aus einer Paarberatung ist, dass er gesagt hat, er hätte gerne mal Sex am Strand. Die Vorstellung findet er gut. Und ihre Reaktion war, oh nee, da habe ich gar keine Lust drauf. Da ist überall Sand, da sehen uns total viele Leute. Das finde ich nicht gut, das finde ich nicht reizvoll. Er hat es direkt so weggewischt. Und das ist genau die falsche Reaktion. Und dann haben wir uns das angeguckt. Ich habe ihr natürlich nochmal gesagt, hey, wie gehen wir miteinander um, wie machen wir das? Und dann habe ich ihr die 1000 Möglichkeiten aufgezeigt. Also wenn wir sagen, Sex am Strand ist eine 10 von 10, was ist der erste Schritt? Was wäre eine 1 von 10? Was wäre die erste Annäherung dahin? Geht es nur unter der Bedingung, dass der Strand komplett menschenleer ist? Vielleicht verlassen zwischen Felsen irgendwo? Oder geht es nur auf einer riesigen Decke, sodass überhaupt kein einziger Sandkorn darauf kommt, damit auch wirklich nichts stört? Und wenn der einzige Schritt in die Annäherung ist, wir haben Sex in einem Bett in einem Hotel, aber das Hotel ist direkt am Meer und durchs Fenster kann man das Meer sehen, dann ist auch das irgendwo eine Annäherung in die richtige Richtung. Und das soll dir zeigen, es gibt immer einen Konsens, es gibt immer ein Stück darauf hin, irgendwas daran wirst du immer gut finden. Und wenn du es noch nicht findest, dann lass dir mehr davon erzählen, dann frag nach, hey, was daran findest du gut? Warum findest du das gut? Was genau interessiert dich da? Sei da einfach offen und interessiert, bis du es nachvollziehen kannst, was die andere Person gut daran findet. Das heißt, in der Sexualität ist nichts fest, es ist nichts in Stein gemeißelt. Es geht darum, dass man offen miteinander ist, dass man wertschätzend ist, dass man auch ein Stück weit spielerisch ist. Und dann kann man immer gemeinsam einen Weg finden, der okay ist und der vielleicht auch ganz weit weg ist vom Anfang. Aber das geht eben nur, wenn man diese offene, tolerante, spielerische Haltung hat. Ganz wichtig ist auch zu wissen, ihr müsst nichts ausleben. Und das, was das Wichtigste ist, ist, ich bin anders als du, wir sind verschieden, wir sind verschiedene Menschen und ich möchte dich nicht verändern. Du musst nicht so sein wie ich, du musst nicht genau die gleichen Dinge gut finden, die ich gut finde und ich akzeptiere das. Ich akzeptiere dich, ich akzeptiere, dass du Dinge gut findest, mit denen ich vielleicht nichts anfangen kann und ich verurteile dich nicht dafür, sondern ich nehme dich an und ich weiß, dass es was Gutes ist. Ich weiß, dass deine Andersartigkeit genau das ist, was aufregend ist und was spannend ist und weswegen ich mich ganz ehrlich auch am Anfang an dich verliebt habe. Und mit dieser Haltung kann dann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Ein abschließender Tipp für mich ist noch, dass ihr, wenn ihr so ein Gespräch führt, abwechselnd über sexuelle Fantasien redet. Das heißt, du eine, dein Partner eine, du eine, dein Partner eine, damit es einfach nicht so ist, dass nur eine Person sich nackig macht und ganz viel preisgibt, sondern man sich dabei abwechselt und beide Personen sich offen und verlässlich zeigen. Das schafft viel mehr Verbindung, viel mehr Intimität und dann ist es auch leichter, diese Wertschätzung zu praktizieren, weil eben beide sich das gegenseitig geben können. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt gut vorbereitet für so ein Gespräch und dir ist klar geworden, es ist okay, verschieden zu sein. Wir müssen beide nur offen damit umgehen. Ich wünsche dir alles Gute, deine Lisa.